Was wurde aus dem Ferienpark? Die Gaststätte mit einem Saal für rund 350 Gäste verfällt zusehend. Zum Gaststättenkomplex gehörten die ehemaligen Gaststätte Hartstube sowie der Hotel- und Ferienpark. In den vier Bettenhäusern standen rund 70 Zimmer für Übernachtungsgäste bereit. Mitte der 30er Jahre wurde mit der Bebauung des Geländes angefangen und bis 68 dienten die Gebäude den Erbauern der Rapputalsperre als Unterkunft. Ab 81 wurde die Anlage ein FDGB-Erholungsheim. Seit 2017 stehen die Gebäude nun leer und sind dem Verfall ausgesetzt. Der Saal, in dem früher die FDGB-Urlauber Freier Deutscher Gewerkschaftsbund verköstigt wurden, lässt sich durch zwei große Zeremonikatüren unterteilen. Hallo, meine lieben YouTube-Freunde. Was geht? Ein neues Let's Plays für euch. Ein neues Let's Plays Video quasi. Wir befinden uns jetzt gleich in einer alten Gastronomie, die quasi mal FDGB angehörte. Und ja, jetzt die Besitzverhältnisse der Gemeinde zurückgegeben wurde. So, wir sind jetzt hier auch schon vor dem Gebäude, wie Sie sehen können. Wollen wir uns doch hier mal wenig umgucken. Hier vorne steht wie die Tür offen, also so wie komm mal rein, guck dich mal um. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt hier natürlich mal uns ein bisschen umgucken. Wir gehen jetzt auch gleich in den großen Saal, ich habe den schon gesehen. So, hier haben wir eine riesen Bank. Hier oben die Lampen abmontieren. Wir sehen, jawohl, hängen wir noch so die Lampen runter. Was wir hier noch so zu entdecken können. Einen kleinen Einblick mal so in den Saal. So. Ah, okay, wir sind hier schon direkt in der Küche, meine Freunde. Ich zeige euch jetzt natürlich direkt. Das ist die alte DDR-Küche, meine Freunde. Guckt euch an. Der Breder und dann
Jo, mal lecker, wie gemacht wurde. Hier hat man dann, wenn man dann das Ende wahrscheinlich das Fett rausgelassen aus dem Druckluft-Kochkessel. Okay, guckt euch das Volumen an. Also hier könnte man definitiv etliches an Kartoffeln machen. Die Abzugshaube, die Dunstabzugshaube. Wahnsinn. Also mit Lampe. Ja, und hier wird der Koch wohl oder übel seine Gerichte vorbereitet, zubereitet haben. Oha, sind wahrscheinlich so. Jo, hier wird der Koch dann die leckeren Schnitzel und sonstiges zubereitet haben. Hier haben wir noch so einen kleinen Nebenraum. Oh ja, da ist natürlich jetzt nichts Sonderliches mehr drin. Also, da ist leer. Hier drüben ist jetzt noch so ein Lager. Das war wahrscheinlich, hier hat man noch eine kleine Kühltheke hier für die Käste, eine Tiefkühltruhe. Ja, ein Schwerlastenregal dann, wo man wahrscheinlich Konserven, Dosen und so weiter vorrätig aufbewahren konnte. Kühlzeller, ein Schwerlastenregal. Ja, natürlich ist hier auch alles leer. Ja, nochmal ein extra Riegel. So, okay, das war's jetzt hier soweit. Das habe ich hier gesehen. Hier drüben geht es noch. Achso, diesen. Ja, natürlich zeige ich euch auch noch den Herd. Jetzt mal noch hier hinten rein. Hier hinten geht es hier noch weiter. Das ist wie so ein Anbau. Hier stehen aber allerdings steht noch ein kleines Öfchen, das sich einer nicht gemacht. So, okay. Also ja, dieser Raum dort, diese Halle scheint Tatsache so, weiß ich nicht, eine Erweiterung vielleicht zu sein. Wir können uns ja trotzdem hier mal noch ein bisschen umgucken. Hier scheint, tja, was war das mal? Vielleicht eine Bohrmaschine, würde ich jetzt eher weniger sagen, aber Verschlussgerät oder so. Okay, ja, hier hat jemand gedacht, ach naja, ich gebe mal das Fett aus, einfach so. Habe ich jetzt noch so ein paar Geräte gesehen, Gerätschaften. Gucken hier mal ganz kurz. Okay, also hier ist noch ein ganz uralte Stromzähler. Aber das sieht mehr aus, als wäre das jetzt hier so Hausmeister. Hausmeisterwerkstatt oder sonst irgendetwas gewesen. Dadurch, dass jetzt hier natürlich auch noch die Duschkreissäge steht. Ja, und hier haben wir noch so ein paar kleine Geräte. So. Ja, hier können wir natürlich auch mal reingucken, wenn wir schon einmal hier sind. Ja, die alte Abluftanlage. Okay. So. Hier haben wir noch Fliesen. Kacheln vom Bad oder von der Küche. Warum ist man dann wahrscheinlich noch Reserve gewesen? Also ich, wenn jetzt was kaputt gegangen ist oder so, dass man dann wahrscheinlich was im Austausch hatte. Ja, und hier haben wir noch einen alten Betonmischer.
Also wie gesagt, das hier hinten vermute ich jetzt ganz stark. Das wird wohl vom Hausmeister so die Räumlichkeit gewesen sein. Hier haben wir auch noch die alten Spinde. Ich zeige sie euch mal. Natürlich. So, das sind hier nur alte Spinde. Natürlich sind diese Spinde auch leer. Wir haben hier der Hausmeister oder die Hausmeister. Oha, das kann ich euch leider nicht zeigen. Also das war jetzt eine Toilette. Hier haben wir noch eine Dusche. Hier wird dann der Hausmeister dementsprechend. Also man guckt auch mal, ne? Diese uralten Armaturen. Wahnsinn, sagenhaft. Man konnte dann seine Handtücher, Kleidung, Schlüppi, Buchse und so weiter hinhängen. So, jetzt hier hinten ist noch ein Raum, habe ich gerade gesehen, aber ich vermute auch, das wird ein Bad gewesen sein. Jo, ist genau dasselbe. Ist ein Bad. So. Auch hier mal noch ganz kurz. Das Gebäudeemblem besteht aus einem Kaststättenkomplex. In diesem Bereich sind zudem noch ein in Gestrüpp fast verschwundenen Bungalow-Siedlung zu finden und ein nur noch zu erahnender Campingplatz. Die erste Bebauung des etwa 56.000 Quadratmeter großen Arenals stammt bereits aus der Mitte der 30er Jahre. Das Hotel war ursprünglich bis 1968 die Unterkunft der Erbauer der Rappodalsperre. 1981 gehört die Anlage zur Hotel- und Kaststättendirektion Wernigerode und wurde dann FDGB Erholungsheim der DDR. Zuerst war hier die HO tätig, danach gehört das Areal lange Jahre dem FDGB Feriendienst. Während der Zeit bot die Anlage 280 Betten für Urlauber. Mit DDR-Alltagskultur pur wurde das ehemalige FDGB Ferienheim Ende der 90er Jahre wieder mehr Touristen anlocken. Mit einer Ostalgie-Party wurde das Hotel von Veranstalter Ralf Hecke eröffnet. Nach einigen Besitzerwechseln hat im Jahr 2015 die Ferienpark das Gelände übernommen, von ein paar Jahren noch alles abgesperrt und durch Wachschutz gesichert. Ja, der dann allerdings eine Badewanne und eine Dusche hier habt zur Verfügung. Ja, vielleicht war das auch einfach für die Mitarbeiter im Kleidekabinen oder ja, also vermute ich jetzt vielleicht mal eher. Aber wie gesagt, das hier hinten erscheint ja mehr wie eine Werkstatt, wo ich jetzt vermute, dass das wirklich dem Hausmeister diente, dass der sich hier dann so ein bisschen was eingerichtet hat und wenn jetzt mal eine Reparatur irgendwo angefallen ist, dass er dann die Reparatur auch durchführen konnte. So, jetzt gehe ich mit euch in den großen besagten Saal. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, den möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Der Saal war zu Lebzeiten für bis zu 250 Personen. Also dann, wir haben 250 Personen reingepasst. Das war so ein Tanzsaal, Essenssaal. Das ist jetzt hier so dieser Eingangsbereich. Stromversorgung, da können wir ja mal kurz hingucken, aber ja. Alles halt rausgedrängt, kaputt gemacht und ja, also eigentlich sehr, sehr schade drum. Hier hat dann wahrscheinlich der Einlass stattgefunden. Ja, dann werden sie dann die Leute reingelassen haben und werden dann vielleicht als, ich weiß nicht, ob das als Garderobe gedient hat, aber es sieht mir mehr so aus,
als hätte das hier drüben so als Barbereich und Garderobe gedient. Die Fächer sind auch alle offen, also irgendwie erklärlich. Ja. So, dann haben wir hier den Thekenbereich. Einmal. Ja, Zapfanlage ist klar, ist nicht mehr da. Ist weg. Dann haben wir noch so ein bisschen einen Kühler halt, wo dann die Getränke gekühlt wurden. Ja, ist natürlich auch alles leer. Obwohl hier sieht es aus wie, also hier muss das Bierfass drin gewesen sein. Von der Zapfanlage. Hier oben drauf dann quasi dementsprechend die Zapfanlage drauf gestanden. Wo man dann das lecker frische Bier zappen konnte. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, der große Saal. Wir haben insgesamt, also wenn alles auf war, haben wir so 250 Besucher reingepasst. Wie gesagt, das war mal eine Gaststätte, die diente erst zur FDGW, also zu diesem Ferienheim, wo ich später auch noch jetzt hinfahren werden, um das aufzunehmen, abzufüllen. Ja, und hier ist die besagte Bühne. Klein, aber fein. Ja, viel ist nicht mehr zurückgeblieben. So ein kleines bisschen Inventar halt noch. Ne? Man hat... Da oben hat man noch so ein paar Scheinwerfer. Da auf der anderen Seite ist das hier noch dasselbe. So. Ja, und hier hinten wird dann mit Sicherheit so eine Garderobe gewesen sein, wo sich die Künstler, ich weiß ja nicht welche, inwiefern so die Veranstaltungen hier stattgefunden sind und was vor allen Dingen. Aber ich denke mal, das wird ganz witzig und lustig gewesen sein, auch schön mit Sicherheit. Konnten sich dann hier hinten in den hinteren Räumen so ein bisschen umziehen. Ja, hier haben wir nochmal so einen Breder. So, jetzt schleichen da drinnen natürlich Leute rum. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Ja, hier sind jetzt alles nochmal so leere Räume, Umkleidekabinen, Toiletten etc. pp. Warte, den letzten Raum kann man nochmal ein bisschen beäugeln. Okay, also es ist jetzt nichts weiter großartig Spektakuläres. Hier haben wir noch eine Lampe, Lampenschirm. Ich vermute mal, das wird dann nah an den Decken so dran gewesen sein. So ein bisschen verschnörkelt, wie das halt so in der DDR noch war. Ja, leider habe ich jetzt aktuell noch nicht so viel Informationen hier drüber. Wie gesagt, es diente zumindest mal zur FDGW, zu diesem Ferienheim. Ich will jetzt auch nicht unbedingt was Verkehrtes sagen. 2018 wurde hier nochmal ein Besitzerwechsel vorgenommen. Ab 2018 soll das dann wohl wieder die Gemeinde übernommen haben. Ja, und seitdem ist
dass hier eigentlich so, jetzt begeben wir uns hier mal in den Keller. Schauen wir mal, ob wir hier noch alles so schöne Dinge entdecken können. Alter, ein mega langer Gang erstmal. So, hier auch noch mal. Boah, das ist hier so groß. Wie das ganze Gebäude, ne? Sagenhaft. So, hier sehen wir noch ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Hinterlassenschaften aus der Gastronomie. Tassen, Untertassen, kleine Teller, Gläser, hier ist leer, Bierglas, Kassenzettel, ganz viele Kassenzettel sehe ich hier. Zu Zeiten, das sind bestimmt Abrechnungen und sowas, also wo dann abgerechnet wurde, ja, die finanzielle Situation quasi. So, machen wir uns hier mal direkt wieder raus und weiter im nächsten Raum. Ja, was ist denn das? Das ist doch... Das riecht sehr ölhaltig. Das sieht aus wie Seespäne. Hier ist... Ja, hier war dann der Gasanschluss. Dementsprechend war ja dann auch so die Heizung. Ja, ich versuche euch so ein paar Kleinigkeiten beziehungsweise die schönen Seiten noch mal so zu zeigen. Ja, hier haben wir auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Biergläser, hier sind noch Biergläser. Noch eine Kühlzelle dort hinten, da gehen wir jetzt gleich noch mal rein. Hier noch so ein paar alte, ganz alte Brettchen. Also, ja, das ist, war auch mal eine Kühlzelle. Hier hat man dann so wahrscheinlich Essen und so halt eingelagert. Auch noch mal Teller, Gläser und so weiter und so fort gelagert. So alles, was man halt so für den täglichen Gebrauch. Hier ist jetzt die große Heizung. So bestimmt eine Ölheizung. Zur Wasseraufbereitung. Dann läuft dann auch das Gabel in die Wand rein. Ja, Morgenwasser und ja, so, gucken wir mal weiter. Erstmal hier. Das muss ja nicht haken. Hier auch. Stromgabel ohne Ende. Hier nochmal Kühe. Die Friertruhen, wo man einfrieren konnte, alles so ein bisschen abgedeckt, dass es nicht dreckig wirkt. Hier haben wir noch so ein paar Prüfungsnachweise vom 7.2.90. Das ist der letzte Eintrag. Ja, so, gucken wir hier nochmal rum. Müssen wir hier noch so. Oh, hier ist dann jetzt ganz viel Strom, also das ist dann jetzt hier wahrscheinlich für die ganzen Kühlzellen und hier siehst du die Sicherung, doch sie nicht dran fassen. Man weiß nicht, ob noch Strom ist oder nicht. Also ich meine, wenn man hier einen Pfiff macht, dann ist es ja eigentlich immer so, dass man den Strom ausschaltet, aber ja, man weiß ja nie. Und hier sind dann auch noch ganz viele Kühe, Trikate, Strom, Dinge. Also hier haben sie vielleicht mehr so Schrott und Müll gelagert.
wie man sehen kann. Das macht mein Lämpchen gleich. Die Biermethode. So, hier waren wir jetzt gerade drin. Ja, hier war dann wahrscheinlich so die Werkstatt ein bisschen vom Hausmeister, der sich hier dann dieses ganze Objekt gekümmert hat, Reparaturen vorgenommen hat, wenn es denn sein musste. Und ja, so, ich zeige euch jetzt natürlich hier nicht jeden einzelnen Raum, sondern wirklich nur mal so das Spektakuläre, wie ihr sehr sehen könnt. Ja, hier da hinten ist noch eine ganz alte Ware. Hier hat man dann auch angefangen, die ganzen Stromaggregate auseinander zu friemeln, auseinander zu bauen. Hier Ställe stehen hier jetzt noch so rum. Eine ganz große Gelle. Mülleimer. Ja, da hinten hat man noch so ein paar kleine Kochfelder. Düppe, Decke. Ja, so. Schauen wir mal weiter. Der nächste Raum. Ja, ist auch alles voll mit Müll, Gerümpel und Gabel, abgeschnittene Gabel. Ich vermute, vielleicht hat sich auch der ein oder andere vielleicht schon mal dran gemacht, um die Gabel abzuisolieren, um sich da vielleicht ein paar Euro beim Schrott zu machen. Gabel runter, ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt hier nochmal rein, gucken wir uns um. Das ist ein recht großer Raum, auch Strom. Spektakuläres für euch, meine Freunde. Hier sind so ein Automat, Sturzstörung löschen, das vielleicht mit zum Strom gehört hat oder zum, ja, keine Ahnung. Falls ihr es wissen solltet, einfach mal in die Kommentare rein, ihr wisst ja Bescheid, meine Freunde. So, hier haben wir auch noch eine Kiste mit Bruchgläsern, so wie das aussieht. Ein bisschen Bruchmaterial gesammelt. Und da haben wir auch noch ganz viele Gläser, ein paar Unterlagen. Nichts Spektakuläres. Da hinten ist noch der Aufzug. Den hat man dann wahrscheinlich genutzt, wenn man hier unten dann das Kühlmaterial zur Küche hoch holen wollte. So, wieder so ein Schaltkasten. Ja, aber jetzt wie gesagt für euch gut, okay. Jetzt bringen wir die Räume rein. Ja, der ist leer. Wer hätte das denn gedacht? Ja, hier ist auch noch mal so eine Werkbank. Ich denke mal, Jan Stork, das wird mit Sicherheit so für ein Dorf, da hat er sich mal ein Fläschchen Bier gegönnt, der Hausi. Ja, muss ich dann natürlich auch mal sein, ja, so nach dem Feierabend, wirklich in der Ecke. Blub, 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 klack, klack, klack. Hier sind jetzt auch noch alte Gäse, ich vermute Stark. Das hat man wahrscheinlich auch genutzt. Zum Kochen. Ich weiß nicht, also ich kenne mich nicht aus, bin der Koch. Aber ja, da drin ist eine Spule. Ja, hier mal gucken. VB Wärmegerät Wärme Dresden. Und das Gerät ist von, steht das dran, 1987. Okay, also das ist natürlich schon doch ein älteres, ja, das Spind ist leer. Okay, dann gucken wir mal hier weiter, was wir noch so alles finden. Ne? Jetzt zurück. Der E-Raum neu. Da
waren wir schon drin. So, das zeige ich euch jetzt gleich. So, hier machst du hier rein. Hier, ach, hier ist jetzt Sache der Raum für die Heizung, mit der Heizung, Wärmedruckkessel, da ist der Kessel und die Heizung, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt auch so nicht damit unbedingt aus. Und hier nochmal gucken, was steht hier, von wann, Datum 31.06. steht allerdings kein Jahr. Ja, ich denke mal, das wird vielleicht der letzte, die letzte, ja, Messwerte, Gasfeuerung, also 31.06. war das gewesen, das jetzt 1900 oder wie auch immer. Oh, da hat der Kollege, wenn wir hier mal reingucken, aber jämmerlich Durst gehabt, alles voll mit Bierflaschen. So, gut, okay, da hätten wir uns den Raum also auch mal angeguckt. Machen wir uns den anderen Raum, wo dann der Hausmeister sich wahrscheinlich immer mal so ein bisschen zurückgezogen hat. Ihr seht's, jetzt, ja, okay. Ja, hier hat sich dann der Hausmeister wahrscheinlich immer mal so, hat er sich gemütlich gemacht, ein bisschen zurückgezogen, dass er auch mal seine Ruhe hat wahrscheinlich. Ja, hier hat er dann halt jetzt noch ein Klo und ein Waschbecken gehabt. Hier noch ein kleines Schlüsselbrettchen. So, okay. Das heißt, war jetzt die erste Seite von dem Keller. Jetzt gehen wir mal den ganzen Weg wieder zurück und nehmen die andere Seite noch ab. Ja, so, das war die Besenkammer, seht ihr? Die besagte Besenkammer war das. So, hier noch der nächste Raum, auch wieder voll mit, ja, wie soll ich sagen, Gerümpel und so weiter und so fort. Hier noch, oh, hier vielleicht aus der Küche noch, können wir uns vielleicht mal angucken. Eine Schneidemaschine, ich vermute mal Fleischschneidemaschine oder irgend sowas in der Art. Eine alte Kasse, da hinten auch noch Einsätze. Wahrscheinlich so für, ja, also hier hat man noch so ein paar kleine Reinigungsgerätschaften, also eigentlich auch nichts Spektakuläres. So, hier ist, ja, hier sind jetzt zwei Gäse, ihr seht es wahrscheinlich, ja genau, was die Gäse mit dem Kühlertrick. Gott, ja, was die Gäse jetzt für einen Sinn hatten. Da unten ist ein Ablauf dran, da hinten sieht man es besser. Schläuche an der Wand. Tja, das vielleicht hatten die eine eigene Bierbrauerei. Aber das kann ich mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Also ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen recherchiert, ja, hier ist auch nur Strom, also nichts Spektakuläres. Wir gucken jetzt hier mal so kurz noch rein in die einzelnen Räumlichkeiten. Wenn wir jetzt wirklich noch irgendwas Interessantes oder so finden, dann, ja, wie gesagt, das ist momentan nichts Interessantes. Lager BWB. Ja, hier hat man jetzt auch noch mal Bierdecke, viel verpackte Gläser. Ja, unter der hier hat man sich dann
so gedacht, naja, das hier schon ist noch ganz, das könnte man ja mal in ein paar Teile zerteilen. Das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen schöner aus, keine Ahnung. Ja, das auch immer war. Grüße gehen raus, Bierdecke, bitte ein Bit. Wunderbar, keine Werbung. Jetzt gucken wir noch mal hier hinten. Kommen wir noch in den Raum. Achso, hier ist denn. Jetzt wo es wieder hochgeht, hier sind dann auch noch mal kleine Örtlichkeiten gewesen, also Toiletten. Ja, hier sind die Pissoirs noch ganz. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass diese Tatsache noch ganz sind? Ja, die alten, uralten Toiletten halt, ne? Mit Hängespülung. Wie das halt so war. Naja, früher da hat man alles schlicht und einfach. Ja, Docondomo, Max. Aufgebrochen und leer. Also da hat wahrscheinlich wirklich jemand ganz schnell mal einen Einkaufsbeutel hier braucht. Ja, hier ist jetzt auch nichts spektakulär. Das war wahrscheinlich vielleicht mal die Damen-Toilette. Hier ist die ganze Decke runter. Wir kommen schon, wie man sehen kann. Ja, also auch nichts mehr Spektakuläres für euch. So, dann würde ich sagen, ich werde jetzt hier abmoderieren und kann hier noch mal so ein bisschen rauskicken. So, jetzt haben wir den Keller auch noch abgefilmt. Ich würde sagen, ich werde jetzt, entschuldigt bitte, ich habe die andere Seite noch vergessen. Ach hier, genau, hier lang. So, wir gehen jetzt hier nochmal. Was war das? Ich mich erschrocken, ey. Was war das? Okay, ich bin vielleicht nur angeeckt oder so, weiß nicht. Ich habe mich auf jeden Fall mega erschrocken. Keine Ahnung, wo das herkam. So. Hier haben wir so ein paar kleine Räume. Ja, das sieht vielleicht mehr aus, weiß ich nicht, ein paar Sicherungen noch so. Das sieht jetzt vielleicht aus, als wäre das vielleicht hier so dieses Winter-Café gewesen. Also hier ist auf jeden Fall nochmal ein Castro-Bereich. So ein kleiner Küchenbereich. Ja. Also ganz kurios eigentlich. Aber was jetzt hier direkt war oder ist, kann ich euch definitiv nicht sagen. Aber hier sind auch nochmal Toiletten. Oh, hab ich mich erschrocken. Da ist ein Vogel drin. Leute, boah, ich dachte, was kommt mir jetzt entgegengeflogen? Heidi Witzka, ey. Heidi Witzka. Na toll. Jetzt an dieser Stelle abmoderieren. Das heißt, das Video ist zu Ende. Meine Freunde, wenn euch mein kleines, aber kurzes, feines Video wieder gefallen hat, dann lasst mir doch einfach bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen für neue
Lost Place Benachrichtigungen. Versuche jeden Sonntag ein neues Video hochzuladen. Diese Woche Sonntag leider nicht, weil ich den Videoschnitt noch nicht fertig gekriegt habe. Nächste Woche kommt definitiv Sonntag wieder, wie ihr habt, zur selben Zeit, 9 Uhr, ein Video. Alles klar, meine Freunde, ich bedanke mich, euer Lost Place Adventure. Ciao.